Ja, Mr. Ali ist wieder am Start. Willkommen zu einem erneuten Loot-Chest Unboxing Video. Heute mal ein bisschen anders. Eigentlich sitze ich immer hier an der Position. Ja. Aber ich habe mir gedacht, heute machst du mal ein bisschen was anderes. So. Ich hätte jetzt mal mit dieser schönen Kamera aufnehmen die ganzen Sachen. Und mal gucken, wie das so ist. Ebenso mit dem Fokussieren und so weiter. Dann habe ich noch zwei Verlosungen. Ihr wisst, ihr habt ja gewonnen. Zwei von euch. Ich kam noch nicht dazu, die zu verschicken, einfach durchs ganze Arbeiten. Ich habe bis jetzt so oft Spätdienste gehabt, bis 21 Uhr abends, das ist mir kaputt. Aber diesen Freitag ist der letzte Tag, dann habe ich 20 Tage Urlaub. Und dann schicke ich euch beiden, die Gewinner wissen Bescheid, die T-Shirts mit Autogrammen. Entweder mit Karten oder ich schreibe auf ein T-Shirt drauf mit einem wasserfesten Stift, mal gucken, irgendwie sowas. Werde ich dazulegen, ja. Ich würde sagen, es geht direkt los, ich wechsle mal die Position. So. Und da haben wir auch schon das schöne Paket. Ich werde jetzt mal versuchen, ich bin kein Linkshänder, Rechtshänder, aber ich versuche trotzdem mal einfach jetzt mal so, indem ich die Kamera hier schön in der Hand halte, euch die Sachen zu demonstrieren. So, dann wollen wir einfach mal erstmal hier oben wieder öffnen, wie immer. Aber ich bin wie gesagt kein Linkshänder. 1, 2, 3, go, go. Ja, müsste reichen. Wir gucken mal. Mit ein bisschen Gewalt. Jawohl. So. Dann einmal kurz wegschwenken. Wegen meinem Namen und so. Was ist da drin? Konfetti? Warum ist da Konfetti drin? Mein Boden wird dreckig. Was soll das? So, erstmal hier rein. Wir suchen gleich wieder alles raus, wenn ich hier auspacke. Von daher. Ich muss sowieso gleich hier staubsaugen im Zimmer, von daher ist das relativ egal. So, ich werde jetzt kurz mal was an der Farbsättigung hier umstellen an der Kamera. So, jetzt ist die Farbe viel, viel besser. Gerade war das so bläulich dunkel und das geht dann gar nicht. So, also, wir fangen dann mal an mit dem Loot-Chest-Video. Und hier haben wir erstmal einen Lootbook, genau, geiles Englisch. September 2014. Da haben wir wieder, denke ich mal, so Sachen drin, was man bekommen kann. Genau, solche Sachen hier. Finde ich ganz lustig, wenn wir so ein Gag. Okay, ich meine, ich arbeite im Krankenhaus. Ja? Wenn ich jetzt da mit so einem Trinkfäckchen ankommen würde, ich glaube, die würden mich der Eifel verrückt erklären. Vor allen Dingen die Patienten, die würden da denken: Junge, was machst du da? Deswegen lasse ich das mal lieber. Okay, und auf der Seite ist das dann, okay, einmal das ist dasselbe, einmal in Englisch, einmal in Deutsch, gut zu wissen, brauche ich nicht. Gut Leute, wir packen jetzt mal aus, oh, warum ist da Konfetti drin, ist das euer Ernst? Leute, egal, wie gesagt, ich muss das sowieso staubsaugen, aber ich versuche so gut ich kann, dass das hier runterrutscht. Ja, so ist das schon ganz gut. Also der andere geht auf jeden Fall daneben, aber hey. Jo. Nee. Ich sehe schon was, Leute. Wie lustig. Hier oben, kann ich zoomen? Ja, kann ich zoomen. Da oben. Vom allerersten Loot Chest. Die Predator-Figur. Ja. Und ich habe auch in anderen Videos in den ersten drei Episoden so Bilder eingeblendet, was ich so für Sachen bekommen habe in den letzten Episoden. Das mache ich aber allerdings nicht mehr seit der letzten Episode, weil wenn euch das interessiert, dann schaut euch bestimmt auch noch andere Videos an. Nicht nur meine, sondern auch von anderen YouTubern, die Loot-Chest-Videos. Und von daher denke ich, werdet ihr so auch einen sehr guten Eindruck von ganzen Loot-Chest-Loot hier bekommen. Ja, geil, auf jeden Fall erstmal hier Shaki die Mörderpuppe. Alice, will ich das Konfetti jetzt mal so ein bisschen abmachen, aber musst du einer Hand die Kamera halten. Ja! Zip, 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 zip. So, passt schon. Kriege ich schon irgendwie hier hin. Warum Konfetti? Das muss irgendeinen Grund haben. So. Shaki die Mörderpuppe. Richtig geil. Halt als diese schönen Figürchen. Und hinten nochmal. Schön, wie die in echt aussieht. Yeah. Das ist ein geiles Thumbnail, Alter. Perfekt.
Hammerhart, geil. Die kann ich wieder oben da schön platzieren, die Puppe. Das gefällt mir richtig gut. Beziehungsweise die Figur. Okay. Ah, die ganzen Hände kleben irgendwie so ein bisschen jetzt. Was haben wir denn hier für ein schönes Teil? Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr das so mit der Kamera besser findet. Ich weiß, sie fokussiert immer zu 100%, was deutlich besser ist auch für euch als die andere Kamera. Aber sie kommt auch ein bisschen mehr Bewegung ins Spiel, deswegen könnt ihr das Ganze ein bisschen... Ja! Barrel Slime. Das heißt, das ist so ein Paket, wenn ich meine Finger da reinmache, dann futzt das so. So. Was ich logischerweise jetzt nicht machen werde, so muss ich meine Hände voller Schleim befreien. Und deswegen lasse ich das auch erstmal hier stehen. So, was haben wir da unten? Dieses weiße Ding hier. Moment. Also, ich erinnere an drei Sachen. Das ist ein Kirby, ganz klar. Aber es könnte auch der Michelin-Mann sein, in klein. Als Baby. Der Michelin-Mann. Ne, ist natürlich Kirby, aber lustig, ja. Okay, okay. Dann haben wir hier noch... Jo, das sieht geil aus. Ist das jetzt ein neues Luchess-Logo von dem? So mit halt so Blut-like, ne? So Zombie-like. Das finde ich um Längen geiler als das Blaue. Das Blaue ist auch gut am Anfang, aber dieses neue Logo... Wenn das euer neues Logo ist, Luchess, behaltet das. Das ist mega geil. Ja, ganz ehrlich. So, also machen wir jetzt hier mal ein bisschen. Könnte auch sein, dass ihr das immer jetzt mit Konfetti machen, damit man auf den ersten Blick nicht alles sieht. Wäre natürlich eine gute Idee. Natürlich, der Dreck ist natürlich, der dabei entsteht, ein bisschen, ja, doof, aber hey, irgendwie ist es trotzdem lustig mit dem ganzen Konfetti. Was haben wir hier? Beastbombe, ach, wieder so ein schöner Dauerlutscher. That's what she said. Ich habe einen schönen Dauerlutscher in meiner Hose. Steck ich gleich in meine Tasche. Nein. Beastbolt läuft. Werde ich jetzt auch erstmal nicht probieren. Ich habe hier sehr viele Sachen und das Geile ist, ich muss echt sagen, das Konfetti stört, weil es gleich alles schmutzig ist. Aber hey, ist egal. Dafür ist dieses Paket auszupacken, finde ich umso interessanter, weil man da so rumwühlt und guckt, wo noch was ist, ob man irgendwas vergessen hat. Und deswegen finde ich das mit dem Konfetti eigentlich eine geile Idee, wenn das auf Dauer jetzt so ist. Sein sollte. Ist das echt eine coole Idee mit dem Konfetti? Vielleicht ein bisschen weniger, aber ansonsten echt eine coole Sache. Hier haben wir mal einen Ghostbuster-Anhänger. Ghostbusters! Hammerhart, hammerhart. Komm, fokussier. Dankeschön. Hammerhart, ey. Was haben wir denn hier noch? So kleine Totenköpfe? Hier sind noch so kleine. Totenköpfe drin. Lustig, lustig. Lustig, lustig, toll. Was haben wir hier noch? Das sieht aus... Was ist das? Ich hab mir schon gedacht, dass es sowas ist. Ich hab's mir schon gedacht. Und jetzt gucke ich mir kurz nochmal schnell hier das Dings hier durch. Ob das jetzt hier... Ah, im Groben war das die Art in dem Heftchen ein, zwei Sachen, die da drinnen sein können. Ah, okay. Ja. Ey, wollt ihr wirklich, dass ich das mache, durchs Krankenhaus gehe und das hier trinke? Alter, die Leute erklären mich schon verrückt. Was ist überhaupt? Also, das, was du trinkst, ist klar, aber was ist für ein Geschmack? Ist das Erdbeere oder was ist das? Limit One per 24 Stunden. Jo, ich sehe sogar alles drauf. Das ist richtig lustig. Keine Transfusion, Blutgruppe B. Ja, geil. Delicious Vampire. Geiler Scheiß. Ich muss mal gucken, was das hier später für ein Geschmack sein soll. Fructose, Zitronensäure, Aromen, Zutaten. Okay. Kann ich jetzt hieraus nicht so ganz ablesen. Ob ich das wirklich probiere, vielleicht mal in einem Video. Oder gleich. Mal gucken. Ganz ehrlich, Leute, ey, da geben die mir echt so einen Drink hier. Mischen wir hier noch. Oh, jetzt wird's schmutzig. Nein!
Jetzt wird's schmutzig. Okay, okay, Leute, ihr wollt was zu sehen haben. Ich muss gleich staubsaugen. Okay, Kamera nach hinten zoomen. Hoffentlich kann ich das einfangen. Erstmal nach oben. So. Jetzt ist hier schön alles voll. Ja? Aber hey, wie gesagt, ihr wollt Unterhaltung haben und dann kacke ich da drauf. Was haben wir hier für ein T-Shirt? Ein schwarzes. Schwarz gefällt mir immer gut. Moment, was ist das? What the hell? Ich muss einmal jetzt hier das mal so ein bisschen auslegen. Hoffentlich mein Bett gleich nicht voll. Ich glaube, das ist von Resident Evil. Kann das sein? Der Leon, meine ich, heißt der, ne? Wenn ich da falsch liege, korrigiert mich. Ich meine, das ist der Umriss von Resident Evil, von dem Leon da. Und das ist auch das Zeichen doch von dem, meine ich zumindest. Bis jetzt eins der geilsten T-Shirts, was ich bekommen habe. Also von meinem Geschmack her jetzt, meine ich. Was haben wir hier für eins? Größe L. Für einen Mann natürlich, nehme ich mal an. Für eine Frau, naja, wenn sie ein bisschen mehr Umfang hat, sag ich mal. Aber ansonsten würde ich das schon für einen Mann sagen. Geiler Scheiß, Leute. Geiler Scheiß. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier irgendwie was finde. Oder ob das alles war. Ja, genau. Ja, ich habe da so eine kleine Vorinformation bekommen. Aber jo, stimmt. Untergramm, Autogramm von Alexi Bexi mit Smiley. Ja, geil. Alexi Bexi macht nämlich auch Lucius-Unboxing-Videos. Und wenn das mal irgendwie dazu kommen sollte, wäre natürlich geil, dass ich mit dem mal irgendwie was zusammen drehen könnte. Wenn überhaupt, dauert das noch sehr lange, vermute ich jetzt mal. Und wir haben halt auch Kontakt zu ihm. Ich habe ja auch mit ihm ein Foto gemacht, blende ich mal hier rein, auf der Gamescom. Richtig geil gewesen, auf jeden Fall. Alexi Bexi mit ihm mal zusammen was, ja, ein Foto gemacht zu haben. Und jetzt habe ich eine Autogrammkarte vor ihm. Warum nicht? Richtig geil, mich freut's. Was haben wir hier noch stehen? Natürlich seine Accounts hier. Wollen wir nicht hier pushen oder so? Ach, man braucht das sowieso nicht. Aber hey, der hat YouTube, Facebook, Google+, Instagram und Twitterus. Ich glaube, ich heiße Alexi Bexi. Steht da oben an seiner Blase. Ja, geiler Scheiß. Das ist doch mal eine lustige Sache. Hier nochmal das fette Logo von Lucist. Und haben wir hier noch was? Haben wir hier noch was? Ich vermute mal, nein. Ich grab trotzdem mal ein bisschen hier rum. Ich möchte natürlich nichts vergessen. Nein, definitiv. War das alles. Definitiv. Okay, Leute. Ich fasse zusammen. Mein Boden ist total dreckig, aber wir wollen erstmal jetzt hier gucken. Und zwar einmal das Resident Evil T-Shirt. Ja, das ist meine Kopfhörer, mein Headset, mein PX22 von Turtle Beach, was nicht da drin war, ganz garantiert. So, dann lege ich mal die Sachen hier so ein bisschen hin. Bisschen hier hübsch verschmücken das Ganze. So. Und natürlich das Slimer dazu. Die kommen dahin. Und dann haben wir hier noch ein, zwei Sticker. So. Hab ich jetzt eingefangen? Ja, habe ich. Perfekt. Also Leute, das war alles wieder in diesem Loot-Chest drin. Eine richtig coole Sache mit dem Konfetti. Wie gesagt, ich weiß, es nervt schon, wenn ich wieder sage, einfach wieder alles dreckig. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, das ist voll wurscht, war einfach der Spaß, fand ich jetzt persönlich. Dadurch irgendwie größer ist, das auszupacken, weil man nicht auf den ersten Blick sieht, was da drin ist. Und man so ein bisschen graben muss, um wirklich alles zu finden, damit man im besten Falle nichts da drin vergisst. Also, Lucius Community, wenn ihr das weitermachen solltet mit dem Konfetti, habt ihr dafür meinen Daumen nach oben, weil es echt eine coole Sache ist. Auch dieses Paket hat mich mal gefreut wieder. Das letzte war halt nicht so, oder ich glaube, das vorletzte, ich weiß nicht, eins von den beiden, da waren halt nicht so Sachen drin, die mich jetzt groß überrascht haben, weil natürlich nicht jedes Paket für jeden etwas dabei ist, wo man sagt, boom, Flash, ist ja klar. Aber im letzten Paket war eine Musik-CD drin, die habe ich mal angehört und finde ich eigentlich ganz chillig, muss ich sagen. Und ja, Leute, richtig geile Sache. Ich werde natürlich den Chucky da auch nach oben stellen wieder und die Alexi Bexi Karte werde ich auch gleich da oben wieder auf meinen schönen Table stellen, beziehungsweise hier oben auf meinen Background. Ja, dann gehe ich doch einmal ganz kurz hier durch den Flur. Keine Roomtour, aber das habe ich auch noch bekommen von Lucius, ein großes Paket. Nein, Spaß!
natürlich nicht. Habe ich mir selber gekauft. Was ist da wohl drinnen? Da springt gleich Alexi Wexi raus. Komm raus, Alexi! Nein, Spaß. Auf jeden Fall, was da drin ist, wenn ihr es wissen wollt, werde ich das irgendwann mal in einem Video zeigen. Ich mache dazu kein Unboxing-Video, aber halt so zeigen, was da drin war. Dann Leute, war es das? Es hat mir wieder richtig gebockt hier, das Paket auszupacken. Und ich würde sagen, Leute, bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten schaut mal bei Lucius vorbei, wie immer unten in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Da könnt ihr euch alle weiteren Informationen holen zu Preisen. Pro Monat, wie teuer das ist und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, Leute, das war's von mir. Bis dahin, euer Mr. Adi. Wer ist die Pflaume? Ich bin die Pflaume. Dann sage ich doch nur ein Däumchen für das Fläumchen. Und möchtest du gern ein Babo sein, dann drück mir doch ein Abo rein. Dann würde ich sagen, Leute, bis dahin, euer Mr. Adi. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und tschüss.